und vor allem die, die es werden wollen. Ich bin wieder Didi und heute binden wir mal eine kleine Nymphe aus der Materialliste für Bindeanfänger. Die Liste, da steht unten ein Link in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal reingucken, was man so benötigt als Bindeanfänger. Ich möchte mal behaupten, dass es so ein bisschen, ja, eine Grundausstattung fürs Fliegenbinden, für Muster, für ja, die gängigsten Salmoniden, Eschen, Forellen, Wasaiblinge oder auch Barben, Döbel, kleine Weißfische und sowas. Ja. Also Meerforellen und Lachse und sowas und Hechtstreamer und Barschstreamer, da kenne ich mich nicht so aus. Da kann ich nicht behaupten, dass das irgendwie in der Grundausstattung gehört. Ja. Aber so für die gängigen Muster für diese Fischarten ist das doch eine ziemlich, möchte ich behaupten, gute Grundausstattung zum Fliegenbinden für ja, Nymphen, für Aufsteiger, für Nassfliegen, für Trockenfliegen und auch ein paar wenige Streamer kommen auch raus. Gell? Und da binden wir heute mal eine Nymphe. Da brauchen wir nur drei Materialien von der Liste. Das ist zum einen Fasanschwanzfeder. Wir brauchen Paungras und ein bisschen Bindungsdraht. Ich nehme heute Kupferdraht. Das sieht ganz gut aus auf der Nymphe. Ja, da fange ich mal an. Genau. Und ihr werdet sehen, auch in den vielen anderen Videos, die ich mache, die Materialien, die ich jetzt nehme, die brauchen wir immer wieder. Immer und immer wieder. Die sind so vielfältig, die kann man bei so vielen Mustern einsetzen, dass ich gedacht habe, die müssen auf jeden Fall auf die Liste für eine Grundausstattung. Faungras, so viel einsetzbar, kann man so viel mitmachen. Und Fasanschwanz auch. Da kann man sich hier die Schwänzchen nachbinden, Flügelscheiden legen, einzelne Beinchen nachstellen. Also da gibt es unzählige Varianten, was man damit machen kann. Und da habe ich auch Bock drauf, die vorzustellen. So, ihr seht, nach der Grundwicklung lege ich mir hinten ein kleines Knötchen. Das dient dazu, dass sich die Fibern nachher ein bisschen auseinanderspreizen. Die Fibern vom Fasanschwanz. Das gefällt mir persönlich ein bisschen besser, wie wenn die nur zusammengebunden sind und nach hinten gerade raus anliegen. Ob es was jetzt bringt, glaube ich nicht. Aber es gefällt mir halt ein bisschen besser. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr machen, wie ihr das wollt. Ich mache euch da keine Vorschriften. Dann nehmen wir ein paar Fibern aus der Fasanstoßfeder und binden uns das Schwänzchen ein. Jetzt muss ich natürlich vor dem Knoten winden. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht, weil meine fetten Finger davor sind. So, jetzt sieht man, dass es sich etwas gespreizt hat. Natürlich ist der ganze Haushalt nach hinten noch zu lang, sieht man es. Von da sieht man es. Und von da auch. Ihr seht, da ist schön Luft dazwischen, zwischen den einzelnen Fibern. Wenn ich den Knoten jetzt nicht gemacht hätte, dann würde das im Prinzip, wie hier vorne, einfach nur hinten zusammenliegen. Wie gesagt, kann man machen, muss man nicht. Bei Nymphen ist das nicht so wichtig. Bei Trockenfliegen würde ich es empfehlen, weil wenn die Fibern schön einzeln auseinander liegen, hat man vielleicht doch durch die einzelnen Fibern, sieht man meine Finger, ja, so ein bisschen, hier oben vielleicht, mehr Auflagefläche auf der Wasseroberfläche. Vielleicht bringt das was, dass die Fliege etwas besser schwimmt. So, lege ich mir meinen Faden nach vorn. Und jetzt wollen wir ja Ribben. Ribbungsdraht einbinden. Natürlich finde ich hier wieder keinen Anfang. Klar. Schneiden wir ein Stück raus. Zack. Hier liegt er. Ribbungsdraht binde ich immer da ein, wo ich ihn auch wieder abbinde, auf der Höhe. Wenn ich ihn jetzt weiter hier hinten einbinde, hier zum Beispiel, in der Mitte oder ganz hier hinten, und gehe dann mit dem Faden drüber, dann hat man, wie man jetzt so sieht, so einen minimalen Absatz. Ja. Das ist dann manchmal schwierig, den wieder rauszubekommen. Wenn man mit Dubbing arbeitet oder jetzt hier mit dem Fasanschwanzfederchen, da geht das, da gleicht sich das dann ein bisschen aus. Aber wenn man jetzt einen einzelnen Biot nimmt,
oder einen flachen Tinsel und legt da hinten sein Körperchen, dann ist es schwierig. Dann hat man den Absatz nämlich dann, der drückt sich dann da durch und das sieht dann einfach nicht schön aus. Deswegen rate ich euch, fangt da an, wo er auch wieder abbindet. Genau, das ist jetzt hier auf der Höhe. Zack. Dann eine schöne grobe Schläge bis hinten. Da muss man nicht so genau liegen. So, und da wo ich anfange mit dem Draht nachher zu winden, da gehe ich mit dem Faden ein, zweimal mehr drüber und ziehe ein bisschen strammer. Dann kann sich das nämlich nicht mehr verschieben. Da liegt er auf jeden Fall auf der Stelle. Und gehe mit dem Faden wieder nach hier vorne. Da will ich irgendwo abbinden. Da stört er mich jetzt nicht. Ja, haben wir das auch schon. Voll easy, wa? Jetzt legen wir uns die restlichen Fibern um den Haken nach vorn. Ihr könnt dazu auch eine Hechelklemme nehmen oder wenn ihr einen rotierenden Bindestock habt, dann braucht ihr auch nur festhalten. Ich drehe es mal hoch und dann hier nur drehen. Ja. Wie ihr das macht, wie ihr am besten zu euch kommt, da schreibe ich euch auch nichts vor. So, das brauchen wir nicht mehr. Das schneiden wir jetzt weg. Zack. So, und jetzt nehmen wir unseren Wicklungsdraht und winden nach vorne mit ein paar Schlägen. Wie viel Windung ihr da macht, das ist euch überlassen. Wie viel Abstand da dazwischen ist, zwischen den einzelnen Kupferribbungen, da mache ich euch auch keine Vorschriften. Ich glaube, da gibt es auch gar keine Vorschriften, wie da was zu sein hat. Einfach nur so, wie ihr denkt, dass es am besten aussieht. So, der ist schön steif, den brauche ich gar nicht großartig festhalten beim Abschneiden. Und da haben wir unseren Abdomen schon fertig. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Thorax. Und das geht auch ganz einfach, wieder ein paar Fibern nehmen vom Fasan. Zack, reißen wir uns ab und binden die jetzt aber nach vorne ein. Warum? Das seht ihr gleich. Wir machen jetzt aus den Materialien, da machen wir die Fühlerchen und Beinchen, das was das vorne nachstellen soll, und gleichzeitig auch die Flügelscheide. Da brauchen wir nicht zweimal einbinden, sondern alles nur einmal. Und da legen wir uns die Fühlerchen, wie wir sie haben wollen, nach vorn. Erstmal nicht so festziehen den Faden. Weil man muss bestimmt noch mal nachjustieren. So, schön von oben auf den Haken. Habe ich schon fast die richtige Länge. Und wir klappen das dann quasi nachher nach hinten um. Und das soll dann unser Beinchen nachstellen. Ich denke, die Länge ist gut. Da brauche ich nicht nochmal. Zu lang ist immer ein bisschen schwierig. Das sieht ein bisschen doof aus, wenn es zu lang ist. Da müsst ihr dann mal ein bisschen probieren. Das, denke ich mal, ist für die Hakengröße nicht schlecht. So werde ich es auch lassen. So, jetzt mit meinem Faden ein bisschen fester ziehen ruhig. Jetzt will ich es ja fest haben. Jetzt brauche ich nichts mehr nachjustieren. So. Genau, und da brauchen wir jetzt nur noch unser Pfauengras, binden das ein und bilden unseren Thorax.
einer weggeflogen. Tja, ganz einfach. Das kriegt jeder hin. Abbinden. Einmal locker, zweimal locker. Jetzt kann ich oben gehen lassen. Und nochmal leicht drüber zum Sichern. So, dann haben wir unseren Thorax auch schon fertig. Die zwei Fieberchen brauchen wir nicht, die schneiden wir weg. Zack. Tja, so einfach ist das. Ich nehme hier vorne die Fieber und machen ungefähr halbe halbe. Muss ich ein bisschen mich strecken. Geht nicht so gut. Und drücken uns das leicht nach links und rechts weg. So. Jetzt nehmen wir die restlichen Fieber von oben, was jetzt unsere Flügelscheide ist, und legen das nach vorne und gehen mit den Fingern so dazwischen, ich hoffe, man sieht es oben auf der Kamera. Streifen uns die nach hinten und halten das ein bisschen fest. Binden uns das nach vorne ab. Locker, locker. Jawohl. Und immer ein bisschen jetzt noch auf Zug halten. Jetzt nehme ich die paar Fieber noch und ziehe das noch ein bisschen nach hinten. Ganz leicht, nur nicht zu doll, sonst reißt uns das Kram ab. Und legen uns zwei, drei Windungen davor. Und jetzt können wir auch schon gehen lassen. Dann haben sie schon fast fertig. Binde ich noch schnell ab. Ich nehme einen Halfwitch-Tool. Ihr könnt aber auch einen Kopfknotenbinder nehmen, wie ihr das möchtet. Eins, zwei. Wie ihr am besten zurechtkommt. Für so eine Nymphe hier reicht das Ding hier alle Male. Zack. So, dann haben wir das schon. Alles, was überflüssig ist, ist weg. Zack. Wer möchte, kann jetzt hier noch einen Tropfen Lack drauf machen, Binderlack. Zack. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Das hält. Ja. So sieht es von oben aus. Und dann haben wir eine einfache, fängliche Nymphe. Das, was ich euch ein bisschen vermitteln will, mit den allereinfachsten Sachen machen, mit denen man was fängt. Ja. Und da gibt es auch noch Varianten von dieser Nymphe hier. Zum Beispiel, wenn man hier vorne die Fieberchen einbindet, als das haben wir ja jetzt hier gemacht aus Fasanenschwanz, da kann man auch noch andere Materialien nehmen. Aber das dann in anderen Videos. Gell? Also, dann bis zum nächsten Video. Ciao.